Hey, da sind wir wieder. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Willi Moran und wir haben heute wieder einen neuen Tag für den 2-Minuten-Quickie. Und bevor wir es vergessen, was sagt das Network-Marketing-Murmeltier? Ja, genau, es sagt, sprich mit 10 Leuten, sprich mit 10 Leuten. Also, sprich mit 10 Leuten. Habt ihr ein Déjà-vu? Ja, genau, das ist das Murmeltier. Heute ist Murmeltiertag, wieder 10 Kontakte. Aber ihr müsst ein Vorbild sein. Sehr, sehr wichtig ist, seid so, wie ihr gerne, sag ich mal, Führungskraft auch selber sehen würde. Das heißt, ihr müsst ein Vorbild sein. Sie achten auf euch, was ihr sagt, was ihr tut, wie ihr sprecht, wie ihr aussieht. Seid immer positiv, seid immer nett, egal was passiert. Sehr, sehr wichtiger Punkt, die Leute beobachten euch. Und man will sich ja auch Leuten anschließen, die nett sind. Weil wenn man bei jemandem einsteigen möchte, der wirklich ein Stinker ist, das müsste man nicht machen. Ihr werdet sehen, jemand, der nett ist als Führungskraft und ein Vorbild und sich vorbildlich verhält, da steigen die Leute viel lieber ein als bei jemandem, der so ein alter Stinker ist. Ihr werdet sehen, wie kann es sein, dass so etwas meine Sponsorrate erhöht? Ganz einfach, weil man steigt ja lieber bei einer netten Person ein, als bei einer, die nicht so nett ist. Also ist das der Punkt. Hey, Schnauze. Also, seht ihr, das ist live. Working from home. Und ich kann euch nur sagen, das Wichtigste ist halt, seid ein Vorbild und sucht euch, wenn ihr nicht wisst, wie ihr sein sollt, jemand heraus, der euch gefällt. Und aha, so ist er. Dann könnt ihr auch Erfolg kopieren. Weil ihr wisst, Network Marketing ist eine riesige Kopierindustrie. Ihr könnt Erfolg kopieren. Also orientiert euch an irgendjemand und nehmt ihn als Vorbild, damit ihr ein Vorbild habt, was ihr auch weitergeben könnt, was ethisch, moralisch euren Wertvorstellungen entspricht. Oder auch nicht. Aber ihr könnt von jedem etwas lernen. Das ist sehr, sehr wichtig. Also, wir sehen uns wieder.